Und natürlich echt einfach nur grauenhaft. Also das ist gar nichts für mich, wirklich rein gar nichts. Und daher aber jetzt irgendwie auswandern. Ja, wenn sie hier im Winter. Nach dem Motto, hier, wenn sie hier im Winter nicht passt, dann verpiss dich aus Deutschland und wander aus, du Arsch. Hä? Nö. Auswandern würde ich jetzt auch nicht wollen. Also so schlimm ist es auch nicht, aber ich bin einfach kein Wintermensch. Ich finde Winter einfach nicht so geil. Ich bin dann eher so der Sommertyp, weißt du, der sich so sagt, Mensch, ein bisschen Sommerfeeling, das hat noch keinem geschadet und ist immer schön. Weißt du, ich finde, du hast im Sommer auch viel mehr Möglichkeiten, was zu machen, finde ich einfach. Weil im Sommer, weißt du, du kannst halt im Sommer einfach viel mehr machen. Du kannst schwimmen gehen, Wälder durchforsten, was weiß ich, solche ähnlichen Sachen halt. Und das kannst du halt im Winter nicht so gut, ne? Muss man ja zugeben. Naja, deshalb, aber sowieso, erstens ist es Geschmackssache. Und zweitens ist es ja sowieso so eine Sache, wer mag's, wer nicht, aber ich find's besser, wenn es Sommer ist. Ganz warm. Molliger, warmer Sommer. Ah, Trauma. So. 4 Stück. Wird nicht reichen. Die kleinen habe ich natürlich nicht mit, die kleinen. Super. Ich brauche also Steinziegeltreppen und Pflasterstein. Genau. Steinziegeltreppen und Pflasterstein. Na dann, auf geht's zurück, Freunde. Auf der Suche nach Steinziegeltreppen und Pflasterstein. Du, 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 du. Da, 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 dom, da, da, dom, dom. Steinziegeltreppen und Pflasterstein. Ich muss mir das gerade kolossal merken. Oh Mann. Aber krieg schon denn so. Wie der Gang auch aussieht, ne? Wenn du so von eben gerade geguckt hast, der sieht erstens mega lang aus und zweitens sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber naja. Ist vielleicht alles so gewollt. Kennen wir ja. So. Gut, düsen wir mal hier hoch. Und dann Pflasterstein und diese ein Ziegeldinger. Das brauche ich. Yay, down, also abwärts. Let's go down, 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 down. Down, 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 down. Meine Narben, nee, meine Nasen neben Höhen klingen voll geil. Down, down. Man glaubt das nie, aber sowas ist mir peinlich. Ich mach's aber trotzdem, weil es Spaß macht. Das ist immer, ich weiß nicht, ich bin, ja. Es ist mir eigentlich super, super peinlich, aber gerade deshalb macht es mir so viel Spaß. Ich bin halt paradox. So. Die eine Dingens da. Falltür kann weg. Ja, die Werkbank packe ich jetzt auch weg. Was brauche ich noch? Was habe ich noch? Bücherregal kann weg, das kann weg. Die steinzige Dinger kommen wieder her. Die hätte ich gerne. Schilder brauche ich keine. Brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Treppen brauche ich. Ach nee, warte, genau. Ich brauche Treppen und nicht die Dinger hier. Ansonsten brauche ich hier nichts. Brauche ich sonst noch irgendwas wegen der Auftasche oder so? Pff, eigentlich auch nicht, ne? Ja, oder? Nee, eigentlich nicht. Gut. Dann düsen wir wieder zurück. Habe ich Kohle mit? Ja, okay, dann ist alles gut. So, düsen wir jetzt zurück und basteln unten noch weiter. Bin ja gespannt, wie weit wir das heute noch hinbekommen in der Aufnahme. Wie lange haben wir noch? Circa 16 Minuten, glaube ich. Ungefähr, also noch eine gute Folge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Kriegen auf jeden Fall ein bisschen was sehen. So viel, so ist es ja nicht. Lauf, Dome, lauf um dein verdammtes Leben. Ehrlich, ey. Okay. Lauf, du Arsch. Okay. Psch, psch. So. Das nennt man Eigenmotivation. Peinlich, 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 Dome, peinlich. Egal. Ich wurde mal gefragt, sind dir deine Let's Plays eigentlich peinlich? Also in erster Linie würde ich sagen, nein. In zweiter Linie sage ich aber ständig. Aber auch nur wegen den Sachen, die ich da so von mir gebe. Aber ich weiß nicht, irgendwie... In erster Linie ist es ein bisschen peinlich, aber in zweiter Linie ist es so unglaublich lustig. Erstens, weil meine... Ich meine, klar, es ist einem peinlich, aber man macht es trotzdem. Erstens, weil es Spaß macht. Zweitens, weil man... Ich finde es... Und weil man die Leute auch unterhalten möchte. Ich finde ja auch, Sachen, die peinlich sind, müssen gar nicht peinlich sein, wenn sie einem Spaß machen. Normalerweise sind viele Sachen eigentlich peinlich, die ich beispielsweise mache, aber weil sie mir super viel Spaß bereiten und ich gar nicht drüber nachdenke, dass mir das vielleicht peinlich sein könnte und ich eher anfange, ein Lachflash zu kriegen, ja, ist mir das nicht peinlich, sondern eher lustig. Und vor allem, so kann ich peinlichen Situationen noch gut aus dem Weg gehen. Das ist ein guter Tipp übrigens. Wenn euch mal was peinlich ist, ne, was super, super peinlich ist,
Nehmt's einfach mit viel, viel Humor. Lacht euch drüber weg, denn wenn ihr auf einmal anfangt zu lachen, erstens, die Leute, die da anfangen wollten und sagen wollen, haha, die euch auslachen wollen, haben ja irgendwie keinen Grund mehr dazu und sind ein bisschen verwirrt von wegen, hä? Wieso lacht denn der jetzt? Ne, die sind dann wirklich, ist ehrlich so, die sind dann wirklich verwirrt und die meisten fangen dann sogar selber an zu lachen. Aus Gründen, die ich selber heute auch nicht verstehe, aber pff, soll mir auch egal sein. Und von daher ist immer gut, wenn euch Sachen peinlich sind, fangt auf einmal an zu lachen, macht einfach mit, lacht euch quasi selber aus, dann ja, habt ihr erstens Sympathiepunkte und zweitens, ihr könnt peinliche Situationen ganz einfach kaschieren. Das ist super lustig und es macht einfach nur Spaß. Also, ich meine ganz ehrlich, peinliche Situationen hat jeder von uns, manche öfter als andere und von daher, was soll der Geiz, ne? Ach, stimmt ja, ich kann jetzt Ecktreppen machen, was mache ich denn hier? Aber hier schon Ecktreppen? Eigentlich? Obwohl, eigentlich gar keine so üble Idee. Mache ich nämlich mal den hier. Und jetzt vielleicht so. Ey, nicht so. So ist falsch. So, warte. Ich will nicht abgetrieben werden. So, siehst du genau. Obwohl, guck mal, da habe ich jetzt hier so einen kleinen Aufstieg. Der sieht auch scheiße aus. Gut Deutsch. Nee, pass auf, ich hätte das doch schon gern normal. Das sieht mir sonst einfach zu scheiße aus. So. Auf die Seite muss noch einer hin. Und machen wir hier noch welchen. So, ah, herzlichen Glückwunsch. Zack. Komm, mach den jetzt weg. Und dann... So. Siehst du, geht doch. So. Haben wir das so. Pass auf, kann ich aber eigentlich das hier weg... soll ich das vielleicht so lassen? Als Becken? Nee, ich lasse das lieber so, ne? Ich lasse das so. Ein kleines Becken sieht vielleicht besser aus. Ist das hier noch normaler Stein? Ja, ist es. Der muss ausgetauscht werden. So geht's ja nicht. So, viel schöner. Gut. Dann muss ich jetzt hier oben aber auch noch Treppen hinbauen, nach oben nämlich. Da können wir das aber so machen. Zack. 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 Zack, zack, zack. Zack, zack und zack. So. Haben wir quasi an so ein kleines Becken, wo wir nach unten stapsen können. Und hier können wir dann genüsslich... Stopp. Verrecke. Stopp. Verrecke. Stopp. Verrecke. Ne? Und ganz genüsslich und mit viel Entspanntheit können wir das dann so angehen. So. Zack, 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 zack. Der Boden wird aber auch schnell gehen. Das wird jetzt hier auch nicht die Welt dauern. So ist es ja nicht. Ist ja hier überall nur Pflasterstein jetzt. Na, einfach mal so ein bisschen auskleiden. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Hoffe ich mal mit aller Güte. Siehst du da vorne, fertig. Aller Güte hoffe ich das. So. Wie ich den Raum hier unten übrigens dekoriere, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Wie soll ich denn den hier dekorieren? Ich glaube, ich lasse den undekoriert, oder? Was willst du denn hier dekorieren? Na gut, vielleicht Schädel, weißt du, die du dann so kriegst, aber... Ansonsten... Doch, wir könnten eigentlich hier unten so eine Art Halle einbauen, oder? Was haltet ihr denn davon? Eine Art Ruhmeshalle quasi, dass wir dann hier... Aber nur so in den Bereichen dann quasi so Wände... Oder an die Wände dann die ganzen Schädel, die wir haben, einfach nur ranpatschen. Die Schädel, die wir erbeuten, wenn wir dann hier gegen die Viecher kämpfen. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Was haltet ihr denn von der Idee? Die wäre doch eigentlich ganz geil. Also ich finde die Idee gut. Ich glaube, ich mache das so. So eine Art Schädeltriumph dann hier, weil du kämpfst ja eigentlich gegen die Viecher. Das heißt, rein theoretisch müsstest du sogar die ganzen Schädel bekommen. Ey, einer zu viel. Sammel gerade fleißig Erde, merkt man, ne? So, dann haue ich jetzt nämlich hier die Erde raus, ersetze das durch den Stein. So, wir werden den noch ersetzen, dann haben wir es hier unten auch fertig. Wisst ihr, geht doch, alles gut. So, dann haben wir den Turm ja eigentlich schon fertig, ne? Ehrlich? Wow. Naja, fast, ich möchte noch einen Weg zum Dorf aus Kies bauen, aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. Das können wir dann im Anschluss oben oder so machen, durch den Wald. Den Wald möchte ich übrigens auch noch ein bisschen ausbauen, ne? Der ist ja auch noch nicht... Ist ja auch noch kein richtiger Traumwald. Kein Märchenwald. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Siehst du, so lässt sich's graben, ehrlich. Leute, so lässt sich's graben. Ist einfach so. Ist das richtig? Sieht richtig aus. Aber irgendwas ist doch hier falsch. Komm. Ich glaube, hier muss ich noch eine Reihe zubauen, ne? Ich bin, glaube ich, einen zu weit. Sonst passt das ja hier nicht. Doch, ich muss hier noch einen zubauen, stimmt. Hier kommen ja eh Steine rein, dann haue ich da einfach drüber und dann ist gut. Die müssen sowieso weg. Nee, gar nicht, müssen sie nicht.
Dam, 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 dam. Ich bin halt, glaube ich, gar nicht so redegewandt wie sonst, wa? Das ist gerade so ein bisschen, weil ich mich so eher so ein bisschen konzentriere hier. Weil ich das jetzt ganz fix über die Bühne bekommen möchte, damit wir beim nächsten Mal noch direkt anfangen können mit dem Megaprojekt Getreidefarm 30XVJ-B. Nicht Getreidefarm, eigentlich Allrounding-Farm, wenn man das so nennen kann. Ich hab nur Pflasterstein? Toll, ein ganz kleines bisschen, aber nur. Super. Dam, dam, da, 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 da. Ich werde Pflasterstein brauchen, Freunde. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Pflastersteinmangel habe. Nicht schlecht. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Haben wir quasi den Boden und die Decke da aus dem gleichen Stoff. Naja. Ist ja ein Keller hier, von daher. Geht schon. Ist ja ein Kellerabteil. Ja, ja, gut, ist auch egal. Kommt ja sowieso dann. So, jetzt brauche ich erstmal Pflasterstein. Verwunderlich, verwunderlich. Ich hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich so viel Pflastersteine brauche, aber ich kann nicht was anderes gleich schon machen. Pass mal auf. Erstmal gucken. 1, 2. Wie ist denn das oben? Geht das oben auch noch? Ne, oben ist normal. Das heißt also 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Wie jetzt? 2, 3, 3, 4, 5. Warte. Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Die und die ganz, die allerletzte Reihe nur. Ernsthaft? Ehrlich nur? Nur? Tja, dann wird wohl die allerletzte Reihe aus normalem Stein gebastelt. Ho. Naja, gut. Und hier bastle ich jetzt erstmal dicht. Und mich das doch irgendwie stört. So, dann muss ich doch jetzt zu einem noch dicht bauen, ne? Genau. Genau. Okay. So, das heißt dann, lediglich die unterste Reihe bekommt diesen Stein. Ich bin gerade ganz, ganz konzentriert. Überlegen jetzt, wie ich das hier anstelle. So. Genau, gib mal her das Ding. Machen wir hier, 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 hier. Hier, 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 da muss einer hin, da, 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 da und da. Dam, dam, da, dam, da, da, du, 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 du. Ist das aus dem Spiel? Hä? Ach, durch die Zeit, ah. Nee, ich habe ein wunderschönes Spiel. Ich dachte, das wäre aus dem Spiel, Mario und Luigi Abenteuer Browser. Das habe ich neulich, durchgespielt. Oh, wunderschönes Spiel, kann ich nur empfehlen. War sehr, sehr toll. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls jemand von euch das Spiel auch gespielt hat, wie es ihm denn so gefallen hat oder was er denn von dem Spiel hält. Entweder Mario und Luigi zusammen durch die Zeit oder Partners in Time auf Englisch oder aber Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin sowieso Mario-Fan, ich liebe es, aber ich finde beide Spiele super. Ich finde zum Beispiel, ich finde solche Mario-Titel beispielsweise auch besser als Sunshine, Mario, von Mario Sunshine. Also von daher, Hut ab. Das sind ja so einfache Pixel-Sachen. Das ist echt noch, das ist glaube ich eigentlich 16x16 Texturen und alles. Also noch eigentlich so ein richtig altes Ding. So ein Format, ja, wo das alles noch etwas älter ist. Zwar alles schon ein bisschen feiner gepixelt, gut, aber ist alles noch sehr pixelig gezeichnet und nicht so ganz hauchnahe Konturen, wie jetzt irgendwie Wii-Spiele zum Beispiel. Ne, von daher finde ich super sowas. So, was wollte ich Pflasterstein holen? Nicht richtig. Du, 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 du. Ich glaube, ich brauche sogar ein paar mehr. Bam, 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 bam. Erde kann ich gleich ablegen. Sand, Kies und Erde ist auch hier, okay? So, haben wir mal den hier aufgefüllt. So, sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, außer dass ich die Steine jetzt hier alle weglegen kann. Die brauche ich ja nicht. da. So. Gut, Steine brauche ich noch. Den ganzen Rest brauche ich auch noch, ne? Cobblestones haben wir jetzt einige. Ich mache gerne noch ein paar mit. So. So kann ich ja sogar noch ein paar von denen. Hier, 36 behalte ich, 35, der Rest kann weg. So. Gut, dann let's go back. Let's go back in time. Nee. So. Ah nee, warte, Wolle kann ich gleich holen gehen, ne? Eine neue Schere kann ich mir auch gleich machen, die hält eh nicht mehr lange. Eisen. So.
Zack, zack. Schere. Brauche ich Glas noch? Eigentlich ja nicht. Guck mal, kann ich das Glas eigentlich...